Willkommen zurück bei einer neuen Ausgabe von Final Fantasy 7. Wir gehen jetzt einmal hier hinein. Ich habe keine Ahnung, wo der uns hier hinführt. Aber es sieht interessant aus. Aris! Hä? Aris? Oh, so heißt du also. Was willst du? Wir nehmen Aris wieder mit! Außenseiter! Hättest du früher merken sollen, du! Es gibt so viele frivole Dinge auf dieser Welt. Wollt ihr mich töten? Das solltet ihr nicht, glaube ich. Die Maschinen sind sehr empfindlich. Wer würde sie bedienen, wenn ich nicht mehr wäre, hm? Das stimmt. Ich würde sagen, du solltest logisch denken, bevor du voreilig handelst. So, bring das Subjekt rein. Cloud, Hilfe! Verdammt, was machst du denn da? Eine gefährdende Art Beistand leisten. Beide sind kurz vor dem Aussterben. Wenn ich nicht helfe, werden all diese Tiere verschwinden. Tier, das ist schrecklich. Aris ist ein Mensch. Dafür wirst du bezahlen. Barrett, kannst du nichts tun? Also gut, zurücktreten. Stopp! Was machst du? Oh, meine teuren Subjekte! Jetzt hast du die Chance, Aris zu schnappen. Danke, Cloud. Cloud, was ist los? Der Aufzug bewegt sich. Das ist kein normales Subjekt. Das ist ein sehr wildes Subjekt. Er ist ziemlich stark. Ich helfe euch raus. Ach so, das war das Tier. Es hat gesprochen. Später spreche ich so viel du willst, Fräulein. Wir übernehmen das Monster. Kann jemand Aris an einem sicheren Platz bringen? Tifa, das schaffst du. Wie heißt du? Ojo, hab mich Red 13 genannt. Ein Name, der für mich keinerlei Bedeutung hat. Nenn mich, wie du willst. Okay, Red 13, du wirst weiterhin so heißen. Komm schon! Auf in den Kampf, Leute! Und es geht los. Ach du! Der sieht aber gar nicht nett aus. Wow, zuerst mal die Kleinen hier wegtreten. Bio, mal sehen, was das ist, das Giftzeug. Der hat auch Feuer, cool. Mist, ich glaube, Barrett ist vergiftet. Ach, Cloud auch. Na toll. Hier hast du auch ein bisschen Gift. Los geht's, Red 13. Der war nicht schlecht. Der ist noch cool, dieser Angriff. Okay, ich brauche irgendwie hier... Gegenmittel? Hilft das? Ich weiß es nicht. Bin mir nicht mal sicher. Ich glaube schon, oder?
Nehmen auch noch ein Gegenmittel. Oder hier für Red 13 hier. Feuer! Gar nicht mal nett hier, gar nicht mal nett. Werden wir hier einfach voll vergiftet. Du blödes Vieh, stirb! Ja, eins ist weg. Bleiben noch zwei. Okay, noch eins. Was kriegen wir noch auch noch hin hier? Huch! Nein! Ach du Scheiße, okay, wir müssen den fiesen Obermotz angreifen. Sonst holt er sich immer wieder kleiner Helfer hier. Nimm das. 170. Okay, mal gucken, wie viel Blitz bringt. Los, vielleicht kannst du ihn vergiften. Ich glaube zwar nicht. 59 ist jetzt nicht so viel. Das ist schon nicht schlecht. Okay, ich glaube, ich sollte mich echt mal heilen. Vor allem Barret muss geheilt werden. Barret, du heißt mal Cloud. So, dankeschön. Du greifst einfach weiter an. So, danke auch dir, Barret. Dann mal Eis probieren. So, Barret könnte eigentlich noch den heilen. So, wie viel bringt denn uns Eis? 121, ja, schon besser. So, das hast du gut hingekriegt. Bin stolz auf dich. Dann kannst du gleich mal einen Machtschlag einsetzen. Na, das ist doch mal was. So, muss ich aber noch gucken, wie viel Feuer bringt. Okay, Eis ist, glaube ich, am besten in diesem Fall. Wir nehmen nochmal so Bio hier. Ach, wir haben es geschafft. Cool. Na, geht doch. Talisman, cool. Aris, bist du okay? Sie scheint okay zu sein, in vielerlei Hinsicht. Ich habe auch das Recht zu wählen. Ich mag keine zweibeinigen Dinger. Was bist du? Hm? Gute Frage, aber schwer zu beantworten. Ich bin, was du siehst. Du hast bestimmt viele Fragen, aber lass uns erst von hier weg. Ich gehe voraus. Cloud, du bist also doch gekommen, um mich zu holen. Entschuldigung für den Auftritt dort hinten. Ich habe nur vorgetäuscht, um Hoyo abzulenken. Nachdem wir es jetzt gerettet haben, brauchen wir uns in diesem Gebäude nicht mehr aufzuhalten. Verdammt nochmal, raus hier! Wenn wir alle fünf zusammengehen, werden wir bestimmt bemerkt. Lasst uns in zwei Gruppen gehen. Drücke die Menü-Taste, um das Menü aufzurufen. Drück die Abbrechen-Taste, um die Gruppe zu ändern. Drück die OK-Taste, wenn du fertig bist. Bis später! Wir warten beim Aufzug im Sektor 66. Stock. Wir gehen zuerst. Wir treffen uns beim Aufzug im 66. Stock. Alles klar. Dann wollen wir mal hier verschwinden. Dieser blöde Hoyo-Typ, ey. Unglaublich. Ach cool, guck mal, was hier überall rumliegt. Ah ja, wieder so ein Teil. Sledzahn, das klingt doch mal cool.
Dann zeig mal, was du drauf hast. 175, ja, das geht doch mal. Aber das hier ist beeindruckender, 246. Leider ist der Typ immer noch nicht weg vom Fenster. Okay, greift an, Leute, greift an. Cloud Wechsel Limit. Yes, der ist weg, der ist auch weg. Und jetzt nimm das. Und den haben wir auch. Dann müssen wir uns mal ein bisschen heilen wieder. It's healing time. Wo haben wir die Zauber? Hier nehmen wir Barret. Puh, wir haben alle nicht mehr so viel Magie. Ja, komm, Barret. Ja, das reicht auch. Trank. Trank. Was steht denn hier draußen noch so? Oder ist das oben? Ist das oben? Schade. Okay. Ich glaube, wir verschwinden hier besser. Mist, da komme ich jetzt nicht raus. Na gut, dann müssen wir halt wieder den Aufzug benutzen. Irgendwo hier. Ach cool, kommen wir hier hinauf? Ach ja, hier kommen wir nach oben. Aber ich glaube, wir kommen durch die Tür da vorne nicht hindurch. Aber mal sehen. Jetzt, na zwei, ja man, toll. Ups, was mache ich denn da? Und Blitz. Ach nee, Blitz war ja null, Mist. Nein! Fail. Okay, Limit, Mutangriff. Für 7 Schaden, du kannst mir nichts anhaben. Okay, 15. Naja. Aber das macht mir immer noch nichts aus. Nein, nicht Blitz, Mann. Eis. So. Und tschüss. Und tschüss. Okay, jetzt sind wir oben. Ach doch, wir kommen hindurch. Nein, bitte, bring mich nicht um. Ich habe nur gemacht, was Hoyo mir befohlen hat. Als Beweis hier, das ist die Codekarte zum 68. Stock. Würde ich das tun, wenn ich der Feind wäre? Dankeschön. Ja, hau bloß ab. Trank. Trank. Ich würde sagen... Dann können wir abhauen. Dann können wir jetzt trotzdem ins Treppenhaus. Dann alles wieder zurücklaufen. Oder können wir hier hindurch? Nö. Ach, Mist. Doch noch ein Kampf vorher. Na gut. Den schaffen wir auch noch. Ach, drei Speertypen. Ich hab Feuer für euch. Ihr mit eurem blöden fliegenden Sichel, ey. Ja, ist ja gut. Nicht schon wieder, Barret, Mann. Nehmt das. Brennt. Schmort in der Hölle. Ja, Barret nietet jetzt dann gleich um. Den muss ich nachher heilen. Aber mit ihm nicht. Mit ihm geht das nicht.
So, ich hoffe, es reicht. Nein, ich will nicht schlafen. Na gut. Claudia ist eingeschlafen. Na toll, noch einer. Jetzt ist nur noch Barrett wach. Zum Glück haben wir den mal ein bisschen geheilt jetzt. Eis 2, oh Mann. 143? Spinnst du eigentlich? MP-Vernichter, das klingt geil. Bam! Ach, der hat jetzt keine Dings mehr, na gut. Mann, jetzt schlaf doch nicht alle, Mann. Das gibt's doch nicht hier. Wacht wieder auf, Kumpels! Ha! Können nicht mehr angreifen. Losers! Und tschüss. Ja, dich kriege ich auch noch. Ach Mist, hat noch nicht gereicht. Na gut, aber jetzt, komm schon, komm schon. Und Attacke. Nein, es reicht immer noch nicht. Warten, warten und zuschlagen. So, jetzt aber. Geht doch. Und ihr pennt einfach seelenruhig vor euch hin. Mann, Mann, Mann. Der arme Barrett. Achso, das war ja die Karte für den 68. Stock. Darum konnten wir jetzt hier raus. Aber wir sollen zum 67. glaube ich. Oder? Ah ne, Fahrstuhl dem 66. Mist. Ach, schon wieder ein Kampf. Na gut. Wie viel bringt das Biozeug wohl? Ah, verfehlt. Na toll. Ja, so ein großes Gerät, das kann man auch nur verfehlen. Ganz klar. Ja, schieß doch, Mann. Doofe Laserkanone. 17. Das war ja nix. Das nenne ich einen Angriff. Okay, mal wieder speichern. Und tja, tut mir leid, Freunde, aber das war's auch schon wieder mit dieser Folge. Und ich würde sagen, wir hören uns morgen wieder. Und dann wollen wir endlich aus diesem Gebäude hier verschwinden. Also, bis dahin.